Hallo Leute und herzlich willkommen zu Animal Crossing für die Nintendo Switch Trailer Analyse. Denn mir sind da interessante Dinge aufgefallen, die ich unbedingt mit euch teilen will. Und wir gucken uns jetzt erstmal den Trailer gemeinsam an und ich werde dazu ein bisschen was erzählen. So, hier sehen wir am Anfang erstmal das Switch-Logo und hier ist alles schon mal ziemlich langweilig und eigentlich recht unwichtig, aber wir gucken es uns trotzdem an. Und ja, wir sehen hier, wie er quasi gerade Smash guckt oder was auch immer. Das ist noch ziemlich unwichtig alles. Anscheinend hat er technische Probleme. So, und jetzt wird es gleich interessant, wenn er redet. Passt auf. So, hier geht es erstmal darum, dass Melinda in Smash ist. Das heißt, Melinda ist nicht da. So, er ist stolz auf seine Freundin, wenn die was anderes ausprobieren. So, und jetzt sagt er, dass er noch was erledigen muss. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist jetzt verdächtig. Er muss sich kümmern, dass alle ein schönes Zuhause haben. Und hier sagt er noch, dass er dafür sorgen wird, dass sich alle schön ausruhen können. So, jetzt müsst ihr auf den ernsten Blick gucken, ja? Wie ernst er zurück an die Arbeit geht, ja? Der hat da Bock drauf. So. Wenn man jetzt den Trailer sich ganz normal anguckt, dann denkt man wahrscheinlich, ja, was soll hier für eine Message drin stecken? Aber das werde ich euch jetzt mitteilen. Denn ein Twitter-Account namens Nibble hat Leaks getwittert zu Animal Crossing. Und da wird gezeigt, dass der neue Animal Crossing-Teil Animal Person heißen wird. Tom Nox Animal Person. Nobody Leaves. So. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in diesem Animal Crossing-Teil alles etwas anders laufen wird. Es sieht danach aus, als wäre durch die Abwesenheit von Melinda Tom Nook an den Rang gekommen, die Stadt zu leiten und macht daraus ein Gefängnis. Sein Gefängnis. So. Und das sieht man auch an dem, was er in dem Trailer sagt. Melinda ist nicht da. Er sagt, er hat noch was zu erledigen. Er muss dafür sorgen, dass alle einen schönen Platz haben, wenn sie wiederkommen. Und das ist Tom Nooks Knast, meine lieben Freunde. Und dieser Leak, der ist genauso ernst wie das Video, ja? Ihr könnt das überprüfen, die Quellen sind in der Videobeschreibung. Die Leaks sind genauso echt wie dieses Video. Es gibt sogar Gameplay-Leaks dazu. Ich zeige die mal ganz kurz. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild. Und hier sehen wir, wie ein Animal Crossing Villager dasteht und Rainer daneben, der ja sowieso schon verdächtige Dinge in Animal Crossing macht. Das heißt, es macht Sinn, dass er im Knast ist. Man sieht auch, die Charaktere haben Knast-Outfits an. Man sieht auch, ja, das ist von der Switch abfotografiert. Das heißt, das ist schon mal sehr realistisch. So, und jetzt sehen wir hier, wir sehen, wie sie mit Baseballschlägern hinterm Rücken, beziehungsweise bei Rainer, der hält ihn recht offensichtlich, aber anscheinend wollen sie ihn hier gerade zusammenschlagen. So. Das heißt, es wird schon mal etwas brutaler, die ganze Sache. Gucken wir uns noch den nächsten Screenshot an. So, da haben wir hier, KKK hat den Animal Crossing Villager auf Schnauze gehauen. Stehst du? Er hat ihn einfach umgeboxt und spielt jetzt weiter seine Mundharmonika. Das heißt, das nächste Animal Crossing wird nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Das wird ernst. So, wir haben noch einen Screenshot. Hier sehen wir, wie ein Animal Crossing-Charakter auf dem elektrischen Stuhl sitzt und die zwei Polizisten dazu salutieren und sagen, dass das alles rechtens ist und Kram. So, und das bestätigt nochmal, dass das nächste Animal Crossing ziemlich hart wird. Ich habe noch was, was darauf hindeutet, dass das nächste Animal Crossing eindeutig in diese Richtung gehen wird. Denn der Co-Direktor von Animal Crossing, New Leaf, hat Nintendo verlassen am 30.07.2018. Warum hat er Nintendo verlassen? Er hat es nicht gesagt. Aber gehen wir doch mal davon aus, dass Nintendo gesagt hat, Animal Crossing ist ein bisschen zu kindgerecht. Nintendo könnte gesagt haben,
Wir wollen das ein bisschen ernster haben und er war damit nicht einverstanden, hat daraufhin Nintendo verlassen und Nintendo hat daraufhin dieses Animal Crossing in die Wege geleitet. Ähnlich wie damals in der bei den Conker-Spielen, die ja am Anfang recht kindgerecht waren, später dann aber der N64-Teil ziemlich brutal wurde, weil man sich von dem Kindlichen etwas abspalten wollte. So könnte das jetzt auch mit Animal Crossing passieren. Vielleicht will Nintendo mehr Spiele haben, die für die Erwachsenen ausgerichtet sind. Ich möchte jetzt Animal Crossing daran orientieren. Mit diesem süßen Look, aber den brutalen Wesen. So wie das South Park vormacht oder Happy Tree Friends. Das sind Dinge, da solltet ihr mal drüber nachdenken. Denn diese Leaks scheinen hundertprozentig echt zu sein. Ganz offensichtlich. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Man sieht eindeutig, dass die hundertprozentig echt sind. Ja. Viel mehr brauche ich dazu auch nicht zu sagen. Ne? Das ist das, was uns erwarten wird, meine lieben Freunde. Und mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Damit war es das mit diesem Video. Ich wollte euch da nur mal aufklären, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Ne? Der Direktor hat die Sache verlassen, weil ihm das neue Animal Crossing zu brutal wurde. Wir haben hier Tom Nook, der sagt, dass er sich um alles kümmern wird. Wir haben den Leak, dass das nächste Spiel Tom Nook's Animal Prison sein wird. Es sind alle Leaks da. So, es gibt kein Ausweichen davon, dass das nächste Animal Crossing ziemlich brutal werden wird. Es wird ja im Trailer gesagt, er wird sich darum kümmern. Ne? Gut, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.